Oh, Erz. Gülle. Ich habe halt auch keine Ahnung, was hier unten auf mich lauern wird. Okay, solange es nur das ist, wo sind alle? Mit Zeug, das uns auf die Köpfe fällt, kann ich mich einigermaßen arrangieren. Ich mache sicherheitshalber noch einen Quick Save. Ein paar Tiefen am Möben. Ernsthaft, so viele? Okay, Tiefenarmöben gehen eigentlich zum Glück. Ein Schwert, ein Objekt. Bei meiner Axt. Erwartet. Thorax. Das Gute ist, Tiefenarmöben droppen auch ziemlich gutes Zeug. Ich nehme es zurück, die droppen nur Schrott. Okay, zieh mal Leine. Da ist noch eine Tiefenarmöbel. Stinken tun wir eh schon alle. Und ja, ich ignoriere das Feuermoos, die und die eitrigen Krötenschemel. Hier ist Lava. Ich glaube, hier muss ich den Hammer reinhalten. Kann das sein? Ja, Lavateich.
Owens Schmiedehammer. Alles erledigt. Der Schmiedehammer hat seine Sonderbehandlung bekommen. Ich kann jetzt zu Gerling zurückkehren und ihm den Hammer geben. Ja. Owen Schmiedehammer. Bei diesem Schmiedehammer handelt es sich um eine Spezialanfertigung für Graf Owen. Gut, okay. Und ja, beim nächsten Gemischtwarenhändler dann wieder dringend mal 40 Seife kaufen. Ist das ein Hinterausgang oder gibt es hier noch was Besonderes? Erstmal die Höhle weiter angucken. Vielleicht ist das der zweite Weg zurück dann, also der wieder nach oben führt. Sicher bin ich mir aber nicht. Oder es könnte noch eine Abzweigung sein, wo noch irgendwas Wertvolles liegt. Nee, ich glaube, das ist dann der zweite Weg nach oben. Hier kann ich nirgends lang. Kann ich hier runter? Ja, hier kann ich runter und ins Wasser. Ja, jetzt haben wir hier so gut wie alles aufgedeckt in der großen Höhle. Das heißt, es geht durch die Spinnen. Durch die nervigen Spinnen durch zurück. Denke ich jedenfalls mal, dass man dann hier oben irgendwo rauskommt, wenn man durch die Spinnen durchgeht. Wenn nicht, finden wir vielleicht da irgendeinen Schatz oder noch einen Teil von dem von der Statue. Oder Statue. Oder Statuette. Okay, euch kann man Wunden schlagen. Das heißt, ihr seid nicht solche Smaragdspinnen wie in der Talorner Mine. Gladys hat keine Munition mehr. Zum Verkaufen. Wären das nämlich jetzt wieder solche nervigen Spinnen gewesen, wie in Talon, in der Mine. Also so gemoddete... Hätte ich das nicht sonderlich schön gefunden. Und ja, ich gehe einfach nochmal hier alles ab, um das Erz, was ich so finde, einzusammeln. Hier ist auch eine Höhle mit etwas Erz drin. Eine Endstation, okay.
dumm, die dumm, die dumm. Das haut alle um, außer mich, weil ich nicht umgehauen werden kann. Alles klar. Candidus. Halt dir mal die Wunde weg. Und hier sind wir dann eigentlich, ja. Einmal drumherum. Und dann geht's wieder raus zum Berg. Gut. Dann macht euch mal sauber. Also die Stinker von euch. So. Dann geben wir Grovin, Gerling den Hammer für Grovin. Und dann gehen wir in den Gerichtssaal. Keine Ahnung, wie lange es brauchen wird, um die restlichen Teile zu finden. Also noch fehlen 4 offensichtliche und ein Schwanz. Also 5 Teile fehlen noch. Ist halt die Frage, wie viele wir so noch finden. Oder ob wir schon eins übersehen haben. Weil das erste war ja nicht leicht zu übersehen, da bei den Skeletten. Ah, und wir kehren direkt nach Morolosch zurück vom Drakensang. Auch praktisch. So, dann die Treppe runter und Gerling den Hammer geben. Dann hoch in den Thronsaal wegen der Gerichtsverhandlung. Fex zum Gruße, Drachentöter. Habt ihr das Ritual mit dem Hammer durchgeführt? Das habe ich, hier ist er. Wunderbar. Würdet ihr mir vielleicht noch einen Gefallen erweisen und nach Ferdok reisen und den Hammer selbst beim Grafen abliefern? Ich muss leider erst noch nach Talon. Dringende Angelegenheiten. Ihr versteht. Mal wieder in diplomatischer Mission unterwegs. Macht euch keine Sorgen, ich werde Graf Grovin den neuen Spieler haben, persönlich übergeben. Da fällt mir ein Stein vom Herzen. Ach, ich bin sicher, der Graf wird euch fürstlich entlohnen. Wir sehen uns dann später in Ferdok. Euch eine gute Reise. Euch gute Reise und viel Erfolg bei eurer Mission. Ja, dann treffen wir ihn sicherlich in Talon nachher wieder, wenn wir nach Talon gehen. Bringe den Hammer zum Grafen. Gerling hat mich gebeten, den Hammer zum Grafen nach Ferdok zu bringen und ihm persönlich zu übergeben. Mhm. Ja, aber jetzt erstmal Gerichtsverhandlung. Und dann geht's nach Talon weiter.
Ja, ich will in den Thronsaal.